Die Fraktion hat einen bereits zwar kritisierten, aber sie hat einen eigenen Vorschlag eingebracht, sehr reduziert, konzentriert auf das Wesentliche und mit einer Stoßrichtung zumindest, bei der ich glaube, da hätte niemand dagegen sein können. Und dennoch habe ich so ein dumpfes Bauchgefühl, dass Sie selbst einen solch vermittelnden Vorschlag nicht zustimmen werden. Und zwar nicht wegen seines Inhaltes, sondern wegen seines Urhebers. Sie werden auch diesem Vorschlag nicht zustimmen, und zwar deshalb, weil er von der AfD kommt. Das lassen Sie uns mal, ja? Das lassen Sie uns doch mal bitte näher betrachten. Sie beantragen eine Resolution gegen den Krieg in der Ukraine mit vollem Elan und großem Einsatz an allem, was der Wortschatz so hergibt. Und das ist auch überhaupt kein Wunder, denn Krieg ist wirklich das Allerschlimmste. Denn Krieg ist wirklich das Allerschlimmste. Aber diesem Konsensantrag auf eine Verurteilung des Krieges stimmen Sie nicht zu, weil Krieg ist zwar das Allerschlimmste, aber die AfD ist noch schlimmer. Krieg ist zwar das Allerschlimmste, aber die AfD ist noch schlimmer. Gemessen an der AfD ist der Krieg also nur das Zweitschlimmste. Das ist das, was Sie in wenigen Minuten mit Ihrem Abstimmungsverhalten dokumentieren werden. Ganz ehrlich, bei Ihnen wird mir Angst und Bange. Herr Präsident, meine Damen und Herren, und wieder soll der Niedersächsische Landtag eine Resolution gegen den Ukraine-Krieg beschließen. Und wieder stehen wir dabei ehrlicherweise vor einem Problem. Den Krieg haben wir hier alle bereits ausgiebig verurteilt. Den Aggressor haben wir alle hier bereits deutlich mit Russland benannt. Bleibt an dieser Stelle wirklich noch etwas zu tun? Die Staatskanzlei jedenfalls hat den Antrag der CDU im Ausschuss geradezu zerpflückt. Dieses schon erfüllt, jenes unrealistisch, anderes gar nicht Ländersache und so weiter. Und so bemerkenswert das in Bezug auf den Antrag der CDU ist, umso erstaunlicher ist, dass Rot-Grün ganz offensichtlich trotzdem mit Copy und Paste gearbeitet haben und nachdem der Rundblick die fehlenden Unterschiede dieser beiden Anträge mit der Frage verknüpft hat, wo eigentlich der Mehrwert von zwei solch nahezu deckungsgleichen Anträgen liegt und das sogar verbunden hat mit einem Vergleich aus Monty Pythons Leben des Brian, da fügte man diese beiden Anträge schnell zu einem einzigen Antrag zusammen. Aber auch das ist keine Frage, die mich wirklich bewegt. Was mich bewegt, sind zwei Dinge. Zum einen muss hier jedem klar sein, dass egal welche Resolution, in welcher Variante wir hier beschließen, völlig egal, das führt nicht dazu, dass in der Ukraine auch nur ein Schuss weniger abgegeben wird. Es führt auch leider Gottes keinen Zentimeter näher an eine Friedenslösung. Also wozu dient eine solche Resolution, jedenfalls der appellative Teil darin, hier und jetzt? Wir alle fühlen, das nehme ich jedenfalls an, angesichts dieses Krieges ein Gefühl der Ohnmacht. Ein Gefühl der Ohnmächtigkeit bekämpft man gelegentlich mit Aktionismus. Dann hat man wenigstens das Gefühl, man hat etwas gemacht. Das ist menschlich, ich will das gar nicht abwerten. Aber wenn ich dann sehe, und das ist das Zweite, was mich bewegt, was maximal bei einer solchen Resolution an Wirkung herauskommen könnte, dann ist das wenigstens eine einstimmige Erklärung des Parlaments, eine Erklärung, die partei- und fraktionsübergreifend den Willen des Volkes formuliert. Und das erreicht man eben nicht, wenn man in einen solchen Antrag Dinge hineinschreibt, bei denen man schon im Vorhinein weiß, da gehen andere nicht mit. Und wenn ich das tue, trotzdem, dann greife ich mir dieses sensible Thema und mache es zum Gegenstand von kleinlichem Parteiengezerre bis hin eben zu einer Presseberichterstattung, die sich über diesen Vorgang dann lustig macht. Und das ist angesichts der symbolischen Bedeutung einer solchen Resolution nur noch unwürdig. Wir hätten das anders haben können. Die AfD-Fraktion hat einen bereits zwar kritisierten, aber sie hat einen eigenen Vorschlag eingebracht, sehr reduziert. Konzentriert auf das Wesentliche und mit einer Stoßrichtung zumindest, bei der ich glaube, da hätte niemand dagegen sein können. Und dennoch habe ich so ein dumpfes Bauchgefühl, dass Sie selbst einen solch vermittelnden Vorschlag nicht zustimmen werden. Und zwar nicht wegen seines Inhaltes, sondern wegen seines Urhebers. Sie werden auch diesem Vorschlag nicht zustimmen, und zwar deshalb, weil er von der AfD kommt. Das lassen Sie uns mal, ja? Das lassen Sie uns doch mal bitte näher betrachten. Sie beantragen eine Resolution gegen den Krieg in der Ukraine mit vollem Elan und großem Einsatz an allem, was der Wortschatz so hergibt. Und das ist auch überhaupt kein Wunder, denn Krieg ist wirklich das Allerschlimmste. Aber diesem Konsensantrag auf eine Verurteilung des Krieges stimmen Sie nicht zu, weil Krieg ist zwar das Allerschlimmste, aber die AfD ist noch schlimmer. Gemessen an der AfD ist der Krieg also nur das Zweitschlimmste.
Das ist das, was Sie in wenigen Minuten mit Ihrem Abstimmungsverhalten dokumentieren werden. Ganz ehrlich, bei Ihnen wird mir Angst und Bange.